Ich habe ja schon einige Schminkvlogs hier auf dem Kanal hochgeladen. Übers Abschminken haben wir aber noch nie gesprochen. Ich zeige dir heute meine Hautpflege am Abend plus das Abschminken. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und wir schminken uns heute zusammen ab. Warum sage ich wir? Ich habe mich abgeschminkt. Und das habe ich dir ein bisschen mitgefilmt, um dir einfach mal zu zeigen, wie ich mit meiner Routine im Moment klarkomme. Es wird auch noch eine Hautpflegeroutine am Morgen geben für den Sommer. Und abschminken tue ich mich generell immer gerne mit Öl. Ich habe zum Thema Ölreinigung habe ich ein Video gemacht, verlinke ich dir unter dem i. Zuerst gehe ich aber her und schminkt meine Augen mit dem Augen-Make-up-Entferner von Balea ab. Es gibt einen einfachen Grund. Ich mag es jetzt nicht so hundertprozentig, mit Öl an die Augen zu gehen. Ich mache das meistens noch so ein bisschen im Nachhinein, aber nur mit den Resten, die ich am Finger habe. Aber so generell gleich gebe ich mit Öl auf die Augen, das mag ich einfach nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Und das Schlimme ist auch, wenn du halt den Rest von deinem Gesicht mit Öl reinigst, du hast dann überall den schwarzen Kajal. Deswegen gehe ich immer her und nehme den Balea Augen-Make-up-Entferner. Der ist alles andere wie mild. Der ist mega parfümiert, aber ich liebe den Geruch. Ich liebe den Geruch, der erinnert mich an irgendwas. Der ist vegan. Kostet, glaube ich, irgendwas um 1 Euro. Ich habe kein wasserfestes Make-up, das kriegt ihr natürlich nicht runter. Wasserfestes Make-up mit Öl, da haben wir es wieder. Aber mir reicht das und ich verwende halt so waschbare Pads, also schon lange keine Wattepads mehr. Und die habe ich mal bei Wolkenseifen gekauft, von denen habe ich echt viele. Lustigerweise hat meine Waschmaschine die eine Zeit lang echt immer gefressen gehabt. Und jetzt sind sie alle wieder da. Jetzt habe ich natürlich viel zu viele. Zu viel kann man nie haben, das nicht. Aber ja, ich komme mit denen gut zurecht und das ist so mein erster Step. Das Thema Ölreinigung habe ich schon erwähnt. Und das sind die Öle. Also ich kaufe da immer kaltgepresstes und nach Möglichkeit eben auch Bio-Qualität. Das hier ist jetzt in einer Plastikflasche, das würde ich so nicht mehr nachkaufen. Ich verwende Mandelöl und Rizinusöl, wie schon gesagt. Unter dem i findest du ein Video zum Thema, da gehe ich ein bisschen näher drauf ein. Und zum Abnehmen verwende ich Bambustücher. Die sind noch besser wie Mikrofasertücher. Mikrofasertücher geben kleine Plastikpartikel ans Wasser ab. Und deswegen bin ich da umgestiegen. Ich habe aber noch Mikrofasertücher. Die funktionieren aber am allerbesten heiß aufs Gesicht legen und das entspannt wirklich. Das entspannt richtig, richtig gut. Und dann kannst du halt den Rest einfach abnehmen und deine Haut ist hinterher sauber. Ich war früher wirklich immer der Meinung, ich brauche da noch ein Gesichtswasser, ich brauche da Seife, ich brauche da dies, ich brauche da das, irgendwelche Bürsten und so. Das ist absoluter Blödsinn und du reizt deine Haut damit nur. Damit funktioniert es für mich eben am allerbesten. Ich habe auch Cleanser, mit denen funktioniert es meiner Meinung nach nicht so gut. Das macht halt richtig Poren tief rein. Das ist eine richtig gute Sache. Falls du dich an die Ölgeschichte eben nicht rantraust und mit naturbelassenem Öl eben zu arbeiten, da gehört eben so ein bisschen was dazu. Du musst ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Das ist nicht mega aufwendig, aber du kannst halt nicht einfach aufs Gesicht tun und dann wieder runterwaschen. Ich will halt eben auch bei so Ölern darauf aufmerksam machen, wenn ihr irgendwelche Reinigungsöle kauft, können da Flüssigplastik drin sein und das ist etwas, was ich jetzt eben auch nicht bejahe, deswegen greife ich zu naturbelassenen Ölen zurück und es funktioniert auch recht gut. Ich mag Feuchtigkeit ganz gerne, das nehme ich auch zum Schminken, also dieses Aloe Gel ist toll. Das Einzige, was ich daran auszusetzen habe, ist der Spender. Dazu wird es ein extra Video geben, weil das ist echt gut. Ich verwende es auf der Kopfhaut, ich verwende es vorm Schminken, ich verwende es nach dem Schminken, ich verwende es morgens, ich verwende es abends. Ist eine tolle Sache und wie viel habe ich da gekauft? 200 Milliliter. Colibri ist echt toll und die Marke, die behalte ich echt mal so ein bisschen im Auge. Ich bin halt so jemand, ich mag das mit der Feuchtigkeit, was früher so ein bisschen
das Gesichtswasser für mich war in Bezug der Feuchtigkeit. Dann habe ich irgendwann angefangen, Hydrolate mir ins Gesicht zu sprühen, die eigentlich im Endeffekt keine Wirkung hatten. Aber dieses Feuchtigkeitsding, das mag ich halt eben. Und deswegen bin ich so ein bisschen mehr in Richtung Aloe jetzt gegangen. Ich mag das halt. Wenn du dann im Nachhinein dann noch irgendwie eine Pflege aufträgst, dann lässt die sich halt auch so ein bisschen einfacher einarbeiten, finde ich. Also bei mir funktioniert nicht alles auf trockener Haut. Gerade zum Beispiel, wenn du pures Öl drauf machst, super, kann ich echt empfehlen. Ja, Aloe Gel, aber wenn ich das jetzt nicht haben würde, dann würde ich jetzt gleich mit der Pflege weitermachen. Nach der Feuchtigkeit trage ich meistens ein Serum auf und das ist jetzt dieses Mal das Retinol. Das lasse ich auch unter Umständen weg. Also das nehme ich auch nicht regelmäßig. Und das trage ich mir dann eben auch hier unter den Augen so ein bisschen auf, also 4 Tropfen. Retinol ist am besten in der Abendpflege, weil Retinol UV-technisch instabil wird. Ich habe über Retinol ein Video gemacht, da erzähle ich ein bisschen mehr über den Inhaltsstoff. Und im Kühlschrank ist es sehr gut aufgehoben. Ihr kennt das, im Bad duscht man, da badet man. Da ist es einfach nie so richtig kalt. Und gerade wenn man so höherwertige Inhaltsstoffe hat in Produkten, man hat halt die Sicherheit, dass die im Kühlschrank so ein bisschen besser aufgehoben sind. Da halten sie einfach länger. Und das ist richtig gut. Auch hierzu werde ich ein extra Video machen, weil das einfach toll ist. Es ist mild parfümiert und es ist eine Sache, die man eben in der Drogerie bekommt. Das ist einfach auch richtig, richtig toll. Ich mag das Produkt und ich kann mir vorstellen, das auf jeden Fall nochmal nachzukaufen. Make-up bringt neue Produkte raus. Ich bin wahnsinnig gespannt, was denn noch alles auf den Markt kommt. Weil man muss es nicht bestellen, man bekommt es im DM, das ist eine tolle Sache. So, jetzt kommt brutales Material. Über die Creme werde ich definitiv noch ein extra Video machen. Also ich verwende die jetzt einfach noch nicht so lange und ich bin halt auch der Meinung, man muss so ein Produkt einfach eine Zeit lang getestet haben, dass sich die Haut da umgestellt hat. Und mich interessiert es einfach, was machen die Ceramide in diesem Produkt? Auf jeden Fall, die Wirkung ist wie so ein Topcoat. Du hast deine Pflege drauf getan und alles und jetzt machst du noch so ein Topcoat drauf und die Haut ist danach nicht fettig. Die Creme hat keine Schwierigkeiten, in meine Haut einzudringen. Das habe ich ganz oft bei Cremes, wo Shea-Butter mit drin ist. Die liegt dann da so oben drauf und will einfach nicht in meine Haut rein. Ich habe das ganz, ganz oft. Also ich habe erst gedacht, als ich das bei der I+M-Creme hatte, ach, das wird eine Ausnahme sein. Das ist ganz oft. Und die Kombination hier, Die ist gigantisch gut. Zumal du eben nicht irgendwie das Gefühl hast, dass deine Haut irgendwie mega fettig ist oder so. Die fühlt sich super gepflegt an. Wenn du eher der Typ bist, wo so ein bisschen trockenere Haut hat, kann ich mir vorstellen, dass du noch ein Tröpfchen Öl mit reingeben möchtest. Dann hast du halt einfach auch noch so dieses Gepflegte noch, dieses 100%ige, weil ich habe ja eher eine Mischhaut und so viel Öl brauche ich eben nicht auf der Haut. Und das finde ich an ihr eben so wahnsinnig angenehm, was die Ceramide in der Creme für eine Auswirkung haben auf meine Haut. Ich bin total gespannt. Gibt es ein extra Video dazu. Zum Thema Ceramide habe ich aber auch ein Video gemacht. Kann ich dir auch mal unter das i legen. Ja, und das ist so der Abschluss meiner Abschminkroutine, meiner Hautpflege am Abend. Du kannst mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie deine Hautpflege am Abend ist oder wie du dich abschminkst. Würde mich gerne mal interessieren. Ich bin so, wie ich das jetzt mache, total zufrieden. Es funktioniert für mich einfach 100%ig gut. Ich wechsle halt immer mal wieder ab. Mal nehme ich kein Serum, mal nehme ich kein Aloe Vera. Aber das Aloe Vera ist momentan schon ein sehr großer Punkt bei mir in der morgendlichen Pflege und in der abendlichen Pflege, weil ich eben so eine große Bottle habe, muss ich es eben auch aufbrauchen. Das muss man halt auch einfach immer mitbedenken, wenn man eben so Pflegeprodukte hat, die können eben auch kippen und sollten nach Möglichkeit nicht kippen. Das Aloe Gel kann man nach Möglichkeiten auch in den Kühlschrank stellen, weil gerade wenn man vielleicht sich im
Sommer ein bisschen rote Haut angefangen hat, ist es eine richtig angenehme Sache. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!